Morgen. Wir haben 11 Uhr und ich war gerade mit Luisa eine Runde spazieren. Die kleine Maus, die macht jetzt ihren Vormittagsschlaf hier im Kinderwagen neben mir. Und wir haben heute Morgen schon relativ viel gemacht. Wir haben erstmal eine Runde gespielt, da habt ihr ein paar Bilder gesehen. Und dann bin ich in die Küche gegangen und habe versucht, da die Vorräte mal unterzukriegen. Das war gar nicht so einfach, weil wir einfach keinen Platz haben. Aber ich glaube, es ist jetzt okay, so wie es ist. Ich werde euch nachher, wenn ich in der Wohnung oben bin, nochmal das Endergebnis zeigen. Und ja, was machen wir heute noch? Ich muss später auch noch unterrichten und werde heute mal ein veganes neues Rezept ausprobieren. Und zwar sind das Pasta mit einer Nuss-Paprika-Soße, genau sowas. Und dann nehme ich euch auch ein bisschen mit und sage euch natürlich dann, wie es geschmeckt hat. Ich wollte euch noch so ein bisschen von meiner Nacht heute erzählen. Wir haben momentan so ein kleines Schlafproblem. Also Luisa, muss man dazu sagen, ist nicht die beste Schläferin. Die ersten 8 Wochen waren eigentlich ziemlich reibungslos, aber dann hat sie gar nicht mehr allein geschlafen. Also sie ist nicht allein eingeschlafen. Erwarte ich auch nicht von ihr, aber es war dann lange Zeit so, dass sie wirklich super viel geweint hat am Abend. Und das tat mir natürlich unheimlich im Herzen weh. Gott sei Dank haben wir die Phase hinter uns. Aber sie schläft immer noch sehr unruhig und wacht 5-6 Mal die Nacht auf, wo sie dann gestillt werden möchte, beziehungsweise einfach dieses Nuckeln braucht. Und insofern sind die Nächte sowieso nicht so toll. Jetzt haben wir noch zusätzlich das Problem, sie hatte am Anfang natürlich im Beistellbett bei uns geschlafen und wurde dann irgendwann zu groß. Und ihr richtiges großes Bett, das wir für sie im Kinderzimmer haben, ich muss dazu sagen in Anführungsstrichen Kinderzimmer, weil es zum Teil eben auch Arbeitszimmer ist, das ist einfach zu groß, um das bei uns ins Schlafzimmer reinzustellen. Und deswegen hatten wir von meiner Mama ein Reisebett bekommen, wo sie jetzt drin geschlafen hat, war auch alles gar kein Problem. Nur seit sie jetzt aufsteht, mussten wir das natürlich nach unten machen. Und dafür ist es einfach nicht gedacht. Wenn man das Bett nach unten stellt, dann ist es ein Laufstall und kein Bett mehr. Das heißt, sie liegt da drin wie in einem Loch und das gefällt ihr natürlich auch überhaupt nicht. Insofern schläft sie jetzt immer bei uns im Bett. Wir haben aber nur ein 1,40er Bett, also wird es da ziemlich eng, wenn alle zusammen drin liegen. Auch die Luisa braucht einfach unheimlich viel Platz. Also sie schläft immer so mit ihren ausgestreckten Armen. Und das heißt, dass Christian momentan entweder auf der Couch schläft, was ich natürlich auch nicht so wahnsinnig prickelnd finde, weil ich schon auch gerne habe, dass er neben mir liegt. Oder ich verkrümel mich tatsächlich ans untere Ende des Betts und habe dann ja auch keinen ruhigen Schlaf, weil ich einfach keinen Platz habe. Wir sind am Überlegen, wie wir es machen können, dass es besser wird. Eventuell müssen wir den Kleiderschrank und die Kommode abbauen. Das kann ich euch aber auch später noch mal ein bisschen im Detail zeigen. Ich hoffe jedenfalls, dass wir da eine Lösung finden, denn bis zu unserem Umzug wird es doch noch ein paar Monate dauern. Und ja, es wäre schön, wenn ich ein bisschen Schlaf finden würde. Außerdem habe ich momentan so das Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr Mütter seid, dass ihr eurem Kind nicht genug gebt. Also ich liebe mein Kind über alles und ich bin wirklich jederzeit für sie da und versuche ihr so viel Liebe wie möglich zu geben. Aber ich habe das Gefühl, dass die Liebe, die ich in mir trage, dass ich die nicht so nach außen zeigen kann oder dass es nicht genug ist. Ich habe Christian gestern das schon mal so ein bisschen erzählt und er hat gesagt, ach Quatsch, und Luisa liebt dich über alles und das sieht man auch. Aber es ist ganz, ganz komisch. Also dieses Gefühl hatte ich vorher noch nie und ich weiß nicht, womit es zusammenhängt. Mal sehen, ob sich vielleicht auch wieder ändert. Ändert sich bestimmt wieder. Ich gebe ja wirklich mein Bestes und ja, einfach ein seltsames Gefühl momentan. Ich glaube aber schon, dass es wichtig ist, über solche Themen auch einfach zu sprechen, denn meistens hört man das Unangenehme ja nicht unbedingt von den Müttern oder das, wo man sich so ein bisschen für schämt vielleicht auch, aber man ist dann doch froh, wenn man weiß, man ist nicht die einzige Person, die sich so fühlt. Und ja, das ist eigentlich auch meine Intention hier mit diesen Videos, nicht nur, dass ihr unseren Alltag miterlebt, sondern dass ihr auch ja, Geschichten hört, in denen ihr euch vielleicht wiederfinden könnt. So, ich warte jetzt, bis die kleine Maus aufgewacht ist und dann gehen wir wieder nach oben und wir sehen uns gleich. Jetzt haben wir gerade noch ein bisschen mit der Mamba unten gespielt und jetzt zeige ich euch mal meine Aufräumaktion. Tada! So,
Ich habe hier einfach ein bisschen sortiert, also die angebrochenen Nudeln hier mal alle zusammen in ein Körbchen rein, die Backsachen daneben, unseren Brotkorb. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, vorhin sind wir so ein bisschen Tee-Junkies und haben echt extrem viele Sorten. Ich habe jetzt die Packungen, wo nur noch wenig drin war, alle zusammen, also die Beutel raus und alle zusammen in so eine Vorratsdose hier reingemacht, damit wir nicht hier 1000 Schachteln haben und ein bisschen mehr Platz. Und das ist noch der andere Schrank. Da habe ich unten die Nudeln und die Hülsenfrüchte vor allen Dingen. Dann kommen Luisas Gläschen und so ein bisschen süße Aufstriche. Und oben nochmal bunt gemixt. Kartoffeln, Zwiebeln, Sauerkraut, wenn die Mamba mal wieder was frisst, was sie nicht fressen soll. Ja. Jetzt zeige ich euch noch kurz das Schlafzimmer. Das ist also der Raum, wo wir alle zusammen schlafen. Wie gesagt, unser 1,40er-Bett und hier Luisas Beistellbett. Ich habe zwar was reingelegt, aber ihr könnt schon sehen, es ist ziemlich tief und da fühlt sie sich natürlich nicht wohl, wenn sie da unten auf dem Boden liegt. Und hier hinten haben wir noch Mambas Bett. Also wir schlafen wirklich alle zusammen in einem Raum, was super schön ist. Ja, also die Option, die wir jetzt in Erwägung ziehen, ist, dass wir wahrscheinlich diesen Kleiderschrank, das ist mein Kleiderschrank, und diese Kommode abbauen und drüber ins Arbeitszimmer stellen. Das kann ich euch leider momentan nicht zeigen, da es da wirklich immer chaotisch ist, ist unser kleiner Chaosraum. Aber ja, das wird so die beste Lösung einfach sein. So, ich bin wieder zu Hause, habe jetzt gerade die Maus gefüttert und werde sie jetzt super schnell ins Bett packen, weil sie mir gleich vom Stuhl fällt vor Müdigkeit. Geh, kleine Maus? Ja. Und dann werde ich das Essen noch kochen und warten, bis Christian kommt. Ich filme es euch noch ab, aber ich sage euch dann morgen, wie es geschmeckt hat. Ja. Gell, wir sagen morgen, wie es geschmeckt hat. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend und bis ganz bald. Tschüss.